In diesem Video zeige ich euch das aktuelle Christmas Merchandise aus dem Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus dem Disneyland Paris. Und in diesem Video, ich weiß, ich habe Halloween an, aber wir sind ja schon, Weihnachten steht ja fast kurz vor der Tür. Deswegen zeige ich euch jetzt das aktuelle Christmas Merchandise hier aus dem Disneyland Paris, inklusive Preise. Die Ornamente zeige ich euch. Das meiste findet man tatsächlich im Emporium, wo ich hier gerade stehe. Aber auch im World of Disney und im Christmas Shop natürlich unterm Schloss. Und ich würde sagen, wir legen los. Im Emporium gibt es eigentlich das meiste Christmas Merch und das zeige ich euch jetzt. Jetzt einmal hier die Socke für 28 Euro. Dann gibt es natürlich super viele Ornamente, aber hier noch diesen Türkranz für 50. Wie gesagt, super viele Ornamente. Da werde ich jetzt nicht auf den jeweiligen Preis eingehen. Komplett 15 Euro für Mickey und Minnie in dieser Kugel hier. Die kosten 12. Genau, gibt auch noch mit Mickey. Dann gibt es Chip und Dale. Wahrscheinlich genauso viel wie die anderen. Hier haben wir noch Goofy und Donald. Genau. Dann haben wir noch Mickey und Minnie in so einem Dingeling für 18 Euro. Hier, die sind jetzt auch wie jedes Jahr für 12. Chip und Dale. Der ist aber im Food-Koma hier. Der hat ganz viel Kekse gegessen. 18 Euro. Alice im Wunderland. Für 18 Euro. Dann haben wir Chip und Dale. Oben sind noch Tick, Trick und Track, aber da komme ich jetzt nicht dran. Gibt es hier unten noch irgendwo? Weiß ich jetzt. Glaub nicht. Nee. Also oben komme ich jetzt nicht dran. Aber hier gibt es noch den hier. Oh, der ist aber süß. Oh, der ist cute. Für 15 Euro. Den finde ich süß. Ah, ich habe so viele Ornamente. Hier gibt es noch so ein Fünfer-Set. Ornamente für, was? 55 Euro. Dann gibt es hier noch diese Kugeln wieder in komplett mit verschiedenen Charakteren. Kosten jeweils 15 Euro. Okay, es gibt nur Mickey. Nur Mickey. Hier gibt es Mickey und Minnie für 18 Euro. Und hier wieder diese Kugel, wie die andere in Silber. Hier gibt es noch Mickey mit Schneemann für 18 Euro. Mickey mit Schneemann, da oben ist noch mit der Kugel. Und hier ist das mit dem Rentier. Finde ich echt süß. Und dann noch oben Mickey mit der Schneekugel. So, dann geht's weiter. Loungies sind eigentlich dieselben wie letztes Jahr für 90 Euro. Am Ende der Christmas Season gab es ja im Sale. Die Mützen gibt es auch wieder für 20. Die Ohren sind neu. Tatsache, diese kosten Glow in the Dark, machen sie auch, und kosten 40 Euro. Also nein. Auch wenn sie, ich frage mich, wie sie in der Dark glowen, ob das wieder so eine Holo, muss man hier reinstellen. Ich sehe jetzt nicht so viel. Naja, also auf jeden Fall 40 Euro. Dann gibt es die Flattermanschette, seit Jahren schon dabei, für 75. Den Spirit Jersey von letztem Jahr, den habe ich ja schon in den goldenen für 90 Euro. Finde ich aber auch super schön, liebe ich. Dann gibt es hier ein Puzzle für 25. Und den Zug für 150. Und ihr seht den mal, ihn auch mal aufgebaut, richtig schön. Genau, gibt es hier auch noch. Hatte ich mir auch schon lange mit mir, so einen Zug mir unter den Weihnachtsbaum zu stellen. Vielleicht, wenn wir mit meiner Mama hier bin, dann sind wir mit dem Auto da. Vielleicht kommt er dann passend zur Christmas Season mit. Den habe ich hier tatsächlich übersehen gerade eben, diesen Türkranz. Den finde ich schön, kostet aber auch, Gott, ich bin schon blind am Arm, 60 Euro. Kann man sich aber auch ganz einfach selbst nachbasteln. Habe ich auch schon DIY auf meinem YouTube-Kanal. Also geht auch relativ einfach zu Hause nachzubasteln und kostet definitiv da nicht 60 Euro. Dann gibt es natürlich Plüschis. Simba für 15 Euro. Groot wieder für die Schulter mit Weihnachtsmütze, der ist richtig cute, für 20 Euro. Dann
Einmal natürlich Mini. Miki wird es auch irgendwo geben für 30 Euro. Dann gibt es hier auch Marie mit so einem Weihnachtsschleibchen für 15 Euro. Das war es, glaube ich, erstmal hier. Miki sehe ich jetzt gerade nicht. Gehen wir mal weiter. Abends im Emporium ist mal eine ganz schlechte Idee, aber jetzt hatte ich keine Zeit vorher. Hier gibt es nochmal Ornamente mit Stitch für 15 Euro. Jetzt nochmal Lilo und Stitch in einer Rakete. Gibt es hier noch was? Ach ja, Lilo und Stitch hier auf so einer... Ist das eine Hängematte? Ich weiß es nicht. Und Lilo und Stitch in... nur Lilo mit seinem... nur Stitch mit seinem Kuscheltier, Mensch. Für 15 Euro. Ganz schön schwer, muss ich wieder aufhängen. Den habe ich euch gezeigt. Dann gibt es hier noch Ornamente. Miki und Mini, die gab es letztes Jahr schon. 18 Euro. Diese Kugel für 15. Genau, die habe ich euch gezeigt. Die da unten noch nicht. Susi und Strolch für 15 Euro. Die gab es auch schon mal. Ich glaube, die habe ich sogar. Die sind eigentlich ganz cool, weil die kann man so an den Weihnachtsbaum klipsen. 20 Euro. Ich habe die, glaube ich. Und noch ein anderes Paar. Aber die gab es bei Shop Disney. Also die sind cool. Dann gibt es hier so eine Girlande. Haben sie von Primark kopiert. Weil die gab es schon jahrelang bei Primark. Gibt es jetzt auch hier für, sage und schreibe, 40 Euro. Also wie gesagt, sowas könnt ihr euch auch super einfach selbst basteln. Ihr kauft einfach so Kugeln bei Primark. Und klebt euch das mit einer Heißklebepistole an so ein Ding. Das kriegt ihr auch bei Teddy. Also, ne, ich möchte jetzt hier nicht, dass Disney in Paris schlecht reden, aber sowas kann man sich echt günstig einfach nachbasteln. Ja, machen wir weiter. Das habe ich euch gezeigt. Gehen wir hier auf die andere Seite. Diese Lichterketten gibt es auch wieder. Das Problem ist, kein Timer. Das ist bei mir auch schon wieder raus. 25 Euro. Oh, den habe ich auch zu Hause. Der ist jedes Jahr immer sehr beliebt. Finde ich aber auch super cute. Für 12 Euro der Lebkuchenmann. Die Kugeln habe ich euch schon gezeigt. Hier gibt es auch noch eine Stitch-Kugel. Kostet 18. Nochmal Stitch für 15. Alice haben wir gerade gezeigt. Hier gibt es Winnie Pooh, unser IA, für 12. Und hier habt ihr Winnie Pooh. Susi und Strolch haben wir. Das haben wir. Was haben wir hier noch? Hier ist noch Winnie Pooh am Hängen. Hier gibt es irgendwie, die sind aus wie so die Schlüsselanhänger. Also der Style gefällt mir ja gar nicht. Dieses gummihafte. 15. Ist gut für Kinder oder für wenn man Katzen hat. Wenn es runterfällt, geht es nicht kaputt. Gibt es noch mit Mickey und Minnie und mit Chip und Dale. Aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von denen, muss ich sagen. Die Lichterkette nochmal in Roségold. Und die habe ich euch auch schon gezeigt. Weiter geht's bei den Prinzessinnen. Was ist denn mit Elsas Gesicht passiert? 15 Euro. Einmal Ariel, die sieht ganz okay aus. Kosten alle dasselbe. Es gibt Rapunzel, es gibt Cinderella. Hier mit dem Schuh, was auf dem Stuhl sitzt. Es gibt Aurora. Dann gibt es hier noch so die Kugeln, die kosten 15 Euro mit Frozen, Anna und Elsa. Und hier unten gibt es noch Elsa. 18 Euro, es ist schon spät. Dann gibt es hier Schneewittchen, also die Animators-Prinzessinnen in so Kugeln für jeweils 15. Einmal Schneewittchen, einmal Belle. Die ist schon süß. Richtig süß. Tiana und Ariel. Rapunzel. Cinderella. Um ist nochmal Schneewittchen. Dann haben wir hier eine große Mulan, großes Mulan-Ornament, finde ich auch schön. Also ich liebe diese Szene und da sind lose Blumen drin, richtig schönes Ornament. Aber das würde ich mir nie an den Baum hängen, das würde ich irgendwo hinstellen. Das ist echt ein schönes Ornament. Kostet 25 Euro. Ja, ich mag den Film sehr gerne. Dann gibt es hier so eine Aladdin-Lampe für 12. Dann nochmal Mulan. Hier gibt es dann Madame Potts für 15 mit Tassilo. Dann gibt es hier nochmal, oh Gott, was ist denn hier schon wieder mit Belle passiert? Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Für 15
Und die habe ich dann euch gezeigt, die noch nicht. Dschungelbuch für 15. Hier sind noch Tick, Trick und Track und Dagobert. Das gab es letztes Jahr schon, war auch sehr beliebt letztes Jahr. Für 18 Euro. Ich glaube, die alle habe ich euch schon gezeigt. Hier gibt es das noch. Der macht sogar Musik. Hier, der hier. Kostet 30 Euro. Eieiei. Dann gibt es hier noch Peter Pan im Captain Hook Outfit für 25. Hier Phantom Manor, Sarg, macht auch Musik. Also hier ist die Musikecke für 25 Euro. Dann gibt es hier noch Nightmare Before Christmas, Jack Skeleton und Zero in so einem Glas, macht keine Musik, für aber 30 Euro. Eieiei. Und dann gibt es hier noch, ist das Pirates? Ich glaube, es ist Pirates. Kostet 25 Euro. Die habe ich euch gezeigt. Dann gibt es hier noch Marie für 12. Marie. Habe ich euch die gezeigt? Susi und Strolch. Für 15. Genau, hier gibt es noch Nala und Simba für 15. 101 Dalmatiner für 12 und Simba für 12. Hier gibt es noch ein Stitch-Ornament, Stitch auf der Welle für 18. Das Schloss gibt es auch wieder für 15. Und ja, hier geht es noch weiter, hier gibt es Mickey's Dazzling Christmas Parade Ornamente. Einmal mit Mickey, jetzt wollte ich schon wieder aufhängen, aber es hängt nicht mehr. 18 und natürlich auch Mini, kostet wahrscheinlich auch 18. Dann gibt es hier diese Teelichthalter für 11. Und die gibt es hier noch, Mickey und Mini als Happily Ever After Brautpaar für 15. Und hier diese Schildchen gibt es auch für 10. Es ist nichts kaputt gegangen. Ich häng's wieder auf. Neu dieses Jahr ist jetzt hier dieses Täschchen auch noch für 8 Euro. Joa. Es gibt aber auch Adventskalender. Es gibt wieder den Tee-Adventskalender. Den hatte ich letztes Jahr tatsächlich. War ganz in Ordnung für 25 Euro. Dann gibt es hier noch nochmal Tee. Für, was steht da? Ein Kilopreis, ich habe gerade einen Schreck bekommen. Ich dachte, das kostet 150 Euro. Nee, der Kilopreis kostet 150 Euro. 15 Euro für die Dose. Dann gibt es auch hier wieder diese Dosen für, oh Gott, die sind immer so schwer, die Preise. 20 Euro. Dann die Marmelade hatte ich auch letztes Jahr schon. Kostet, glaube ich, 8. Außer sie haben den Preis erhöht. Nee, es bleibt bei 8. Dann gibt es hier die Keksdose mit Stitch für 13. Es gibt hier so Hängekugeln, da ist auch was drin. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Kostet 7 Euro mit Chip and Dale. Und auch mit Mickey. Das habe ich euch gezeigt. Gibt es hier noch diese Dose für, ich lese mal den Kilopreis. Bin wieder blind. Ach, da oben schalt's zu. 15 Euro. Hier gibt es noch Stitch-Sachen mit ein Lipball mit Stitch für 10. Dann gibt es hier so ein, das finde ich eigentlich ein cooles Geschenkset, muss ich sagen. 14 Euro. Es gibt auch hier einmal Body Melt von Mad Beauty von Frozen für 9. Das riecht aber gut. Genau, das habe ich euch gezeigt. Ist ja noch was anderes. Ja, hier gibt es noch ein paar Frozen-Sachen. Eine Eyeshadow-Palette. Ist schon kaputt gegangen. Und auch nochmal Lip Balm für 10 Euro. Das habe ich noch entdeckt. Das sieht aus wie eine Schneekugel, wenn man so verschenkt. Seht ihr das? So sieht das aus. Kostet, wahrscheinlich mit dem unteren Teil anheben, 10 Euro.
Hier gibt es noch diesen Stitch-Pullover, der leuchtet für Kinder. Den gab es auch mal für Erwachsene. 40 Euro. Und hier gibt es den auch nochmal für Kinder, den Mini, für 36 Euro. Da ist er tatsächlich, der Stitch-Pullover für Erwachsene. Kostet 50 Euro und er leuchtet auch. Für Babys gibt es auch natürlich Weihnachtssachen. 30 Euro kostet dieses Set mit Mickey-Maus-Mütze, Hose und Pulli. Ich habe immer noch kein Mini. Was war das jetzt? Oh, das war so ein Ding. Schieb mal das auf. Ich habe bisher noch Mini entdeckt, irgendwie kein Mickey. Remy ist dieses Jahr auch zurück in seinem Nikolaus-Outfit. Kostet 26 Euro. War letztes Jahr sehr beliebt. Ich bin jetzt hier im World of Disney und hier gibt es auch Christmas-Merch. Das hier kostet 79 Euro. Der eine fehlt leider schon von dem Tick, Trick und Track. Und es ist auch elektrisch. Ich weiß nicht, ob es sich dreht. Ich möchte es ja auch nichts wieder weiter kaputt machen. Das sind 79 Euro. Dann gibt es hier dieses Leuchtschild. Das gab es letztes Jahr schon für 25 Euro. Dann diese Christmas Carol Figur gibt es hier. Ich weiß nicht, was sie kostet. Ich möchte es auch nicht anheben. Das Eichhörnchen von Mickey's Dazzling Christmas Parade kostet, glaube ich, 49. Den Zug gibt es auch wieder von Mickey's Dazzling Christmas Parade für 159 Euro. Und den Teelichthalter mit Tinkerbell für 15 Euro. Und eine Schneekugel, wo ich den Preis leider nicht weiß. Sieht so aus. Genau. Guck mal, hier gibt es noch Flattermanschette, aber das Groot-T-Shirt habe ich euch noch nicht gezeigt. Kostet 40 Euro. Ornamente gehe ich jetzt leider nicht genau mehr drauf ein. Da habe ich nicht so viel Zeit. Aber hier gibt es noch Marvel-Ornamente. 25 Euro. Hier gibt es Spider-Man, die Hand von Thor. Die habe ich euch irgendwann schon mal gezeigt. Hier nochmal Groot als Ornament. Und hier Schneemann, Iron Man. Hi! Es gibt ja auch wieder das Bellkleid für Kinder für 70 Euro. Und dann gibt es hier diesen Teller für 20 Euro. Und diesen Christmas Counter, den ich echt süß finde, muss ich sagen, kostet 69 Euro, soweit ich das sehen kann. Gibt es hier noch diese Star Wars Figur, die gab es letztes Jahr schon. Und da gibt es auch noch die hier Figur, die ist auch von Mickey's Dazzling, die kenne ich gar nicht. Mickey's Dazzling Christmas Parade. Und das habe ich euch schon gezeigt. Die Ornamente, die meisten habe ich euch schon gezeigt. Da können wir nochmal kurz durchschwenken. Hier unten habt ihr noch Captain Marvel. Ansonsten gucken wir nochmal durch. Die Prinzessin-Ornamente habe ich euch alle gestern schon gezeigt. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist süße Mädchenkleid. Das hier. Wie knuffig ist denn dieses Set hier? Kostet. Moment, muss ich wieder aufhängen. 30 Euro. Hier gibt es auch so ein Marvel. Sind das T-Shirts? Sind das Unterhosen? Ach, das ist so ein. Auch ein Strampler-Set. 50 Euro. Und hier gibt es noch sowas mit Groot. Auch ein Strampler und hinten sind noch mehr Marvel-Charaktere für 30 Euro. Ansonsten so viel was mit Tinkerbell für junge Erwachsene, sage ich ja immer, also für Teenies. Du kannst hier dran hängen. Kostet 30 Euro. Den Pulli habe ich euch den gestern schon gezeigt, I don't know. 36 Euro. Und ja, ich glaube, das. Ah, hier die Baby Yoda Mütze. Ist auch neu für 25. Da gab es die letztes Jahr schon, man weiß es nicht. Und hier die Lebkuchenohren, auch ganz süß als Geschenk für 10 Euro, weil die kommen in so einem süßen Säckchen. Ja, das habe ich euch gestern gezeigt. Ja. Und das war das aktuelle Christmas Merchandise hier aus dem Disneyland Paris. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr euch kaufen würdet. Wie gesagt, Halloween ist ja auch bald vorbei, aber man fängt Christmas wieder an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!